Ich möchte Ihnen jetzt vorstellen, Professor Dr. Michael Bongard. Herzlich willkommen. Sie sind Professor für Anthropologie, Kultur und Sozialphilosophie am Philosophischen Seminar der Universität Siegen und sind dort aber auch Prorektor für Studium, Lehre und Lehrerbildung. Von der Ausbildung? Nein, nicht mehr. Ah, waren Sie. Okay, haben Sie erfolgreich abgeschlossen? Genau. Von der Ausbildung her, das sage ich mal, weil das vielleicht für unseren Diskurs interessant sein könnte, sind Sie katholischer Theologe und Philosoph. Und Sie waren von 2007 bis 2015 Professor für Vergleichende Ethik an der Freien Universität Berlin, haben dort auch ein Institut damals gegründet für die Lehrerausbildung und waren dort maßgeblich mit verantwortlich. Und Sie haben sich 2009 auch öffentlich eingebracht in die Diskussion um Pro Reli in Berlin, haben dort für ein verpflichtendes Ethikfach plädiert. Ich habe Sie dort kennengelernt als einen sehr, sehr politisch engagierten, aber auch vor allem differenziert argumentierenden Menschen und dachte, dass und vor allem auch mit einem Überblick über die politischen Kämpfe und Hintergründe, die es da gibt, aber auch was in der Ausbildung von Ethiklehrerinnen von Bedeutung ist. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Sie zugesagt haben, uns heute dazu ein paar Dinge zu erzählen. Wir haben Ihren Vortrag genannt, Religion in Ethikunterricht und Gesellschaft. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Schöppner, für die Einführung und für die Möglichkeit, an Ihrer Tagung teilzunehmen, über die ich mich sehr freue. Religionen in Ethikunterricht und Gesellschaft, das ist ein konfliktreiches Thema und deshalb bin ich sehr froh über den Vortrag, den wir gerade von Frau Standop gehört haben. Dieser Vortrag hatte den Fokus ja sehr stark auf dem, was uns über Unterschiede hinweg verbindet. Mein Vortrag wird größeren Wert auf die Unterschiede legen, sowohl im Ethikunterricht wie in unserer Gesellschaft und der Verbindung zwischen beiden. Was mir in den langen Jahren der Auseinandersetzung um den Ethikunterricht, Wertebildung in der Schule immer deutlicher geworden ist, ist die Tatsache, dass niemand von uns ohne ein bestimmtes Setting an Grundannahmen und Grundüberzeugungen lebt und dass dieses Setting im Hintergrund steht, gerade wenn wir uns über solche Fragen wie Pluralität und Werte in der Gesellschaft unterhalten, gerne auch streiten. Mir ist es wichtig, solche Hintergrundannahmen und Überzeugungen offen zu legen, die eigenen, sich ihrer bewusst zu werden und sie auch anderen mitzuteilen, bevor man in die Auseinandersetzung geht, weil sonst die Gefahr sehr groß ist, dass diese impliziten, nicht ausgesprochenen Hintergrundüberzeugungen die gesamte Debatte durchziehen, ohne dass man es merkt. Deshalb werde ich in einem ersten Schritt meines Vortrags genau das tun, ein wenig von meinem Setting von Grundannahmen berichten. Dann werde ich etwas über die Aufgabe des Ethikunterrichts als eines verpflichtenden Fachs an Schulen sprechen, um schließlich noch die Frage traktieren, wie es eigentlich mit einem Bekenntnis- oder Weltanschauungsunterricht in und an Schulen aussehen könnte und sollte. Zunächst also, erster Punkt, zu meinem Setting an Grundüberzeugungen und Grundannahmen. Ich trete ein für einen offenen Pluralismus. Ich bin, wie Sie gehört haben, von meiner Ausbildung her zunächst katholischer Theologe gewesen, bin auch eine ganze Reihe meiner Lebensjahre katholischer Priester gewesen, habe dieses Amt aber vor mittlerweile fast 20 Jahren aufgegeben. Bin jetzt kein Repräsentant der oder einer Kirche mehr, ihr aber durchaus noch kritisch zugehörig. Ich halte den christlichen Glauben für eine rational verantwortbare Überzeugung. Die rationale Verantwortung des Glaubens ist eine wichtige Aufgabe von Gläubigen
Und da sich die Rationalitätsstandards geschichtlich immer weiter verschieben, wird es auch immer wieder neu darum gehen, diese Verantwortbarkeit unter Beweis zu stellen. Das ändert unter anderem auch Überzeugungen, Kirchen, Glaubensinhalte. Religiöse Überzeugungen, in unserem Kulturkreis vor allen Dingen christliche Überzeugungen, haben mit Sicherheit unzähligen Menschen Orientierung gegeben, helfen ihnen, ein menschliches, erfülltes Leben zu führen und mit den Höhen und Tiefen, die das Leben nun mal so mit sich bringt, auch auf menschliche, humane Weise umzugehen. Mit dieser grundsätzlichen These, dass der christliche Glaube eine rational verantwortbare, legitime Überzeugung ist, legitimiere ich natürlich nicht alles, was durch einzelne Christen, was durch Kirche als Institution im Lauf der Geschichte an Ungeheuerlichkeiten, an Schlimmem und Bösem getan worden ist. Deshalb finde ich es zum Beispiel gut, dass nach dem Aufdecken der fürchterlichen Missbrauchsroutinen innerhalb der katholischen Kirche und der schwierigen, hochproblematischen Weise, wie die Kirche heute damit umzugehen versucht, dass all das zu einem deutlichen Reputationsverlust der Kirche geführt hat und weiterführt, der die einzige Möglichkeit ist, meines Erachtens, etwas zu ändern. Es ist gut, dass die Zeiten vorbei sind, in denen man solche Zustände und Verhaltensweisen unter den Teppich kehren konnte und unter das Idealbild einer Kirche stellte, das nicht angekratzt werden durfte. Genauso kritisch sehe ich manche mythisch irrationalen Glaubensvorstellungen, die noch immer vertreten werden, die ich mit meiner aufgeklärten Vernunft nicht vertreten kann, um deren Transformation ich mich bemühe, weil eins meiner Grundanliegen ein aufgeklärter christlicher Glaube ist. Dazu gehört, dass ich auch nicht alle, aber viele andere Religionen ebenfalls für rational legitimierte und durchdachte Überzeugungssysteme halte. Dazu gehört auch, dass ich einen aufgeklärten Atheismus oder Agnostizismus für eine mit guten Gründen vertretbare Überzeugung halte. Auch hier geht es immer wieder darum, die Augen nicht zu verschließen vor dem, was an Unrecht geschieht, an irrationalem Unsinn verbreitet wird. Dagegen zu arbeiten, ist bleibende Aufgabe. Kurz und gut, meines Erachtens kann man mit guten Gründen sehr unterschiedlicher Überzeugungen sein. Und das auch zu dürfen, in einem ganz legalen Sinne des Wortes, macht den großen Gewinn und Wert einer freiheitlichen, pluralen Gesellschaft aus. Ein offener Pluralismus, der in wechselseitiger Anerkennung oder wo Anerkennung zu viel ist, weil das, was andere vertreten, einem selbst allzu fremd und merkwürdig erscheint, wo Anerkennung nicht möglich ist, wo dann hoffentlich wenigstens Toleranz geübt wird. Das verstehe ich unter einem offenen Pluralismus. Und mir ist völlig klar, dass ein solches Zusammenleben, gesellschaftliches Zusammenleben, das den Pluralismus unterstützt und gutheißt und gleichzeitig es schafft, gewaltsame Konflikte zu vermeiden, das ist ein höchst anspruchsvolles Ziel und der Ethikunterricht kann gegebenenfalls
ein Weg sein, diesem Ziel näher zu kommen. Und so komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags: Ethikunterricht als Ort wertschätzender Auseinandersetzung. Berlin hatte 2007, zu der Zeit war ich noch Professor an der Freien Universität in Berlin, eine in Deutschland sich nicht häufig bietende Chance. Diese Chance bestand darin, dass in Berlin gemäß der Bremer Klausel des Grundgesetzes, der sogenannten in Artikel 141, Religion kein ordentliches Schulfach war und ist. Es gab von den verschiedenen Weltanschauungsgemeinschaften und Religionen Unterrichtsangebote, die zum Teil in Schulen stattfanden, aber nicht zum schulischen Curriculum gehörten, die zum Teil ab einer bestimmten Schülerzahl gefördert wurden finanziell, aber auch das nur in engem Rahmen. In Berlin hat es in den Jahren vor 2007 lange Initiativen gegeben, einen Werteunterricht einzuführen. Es gab auch einen entsprechenden Versuch, Schulversuch. Das ist aber alles, wie in Berlin gern das geschieht, etwas schnodderig, mehr oder weniger dahin geplätschert. Dann kam es zu diesem fürchterlichen Mord an einer jungen muslimisch-türkischen Frau durch ihre Brüder, die den westlichen Lebensstil ihrer Schwester nicht anerkennen wollten. Und das hat dann die Ereignisse ins Rollen gebracht. Und das Ergebnis war, dass man sehr rasch innerhalb eines Jahres ein neues Schulfach eingeführt hat, das Schulfach Ethik, verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Jahrgangsstufe. In Berlin ist die Grundschule 6-jährig. In der Grundschule gibt es bekenntnisorientierten Unterricht der Religionsgemeinschaften, aber eben auch die humanistische Lebenskunde, die von der Schülerzahl, zumindest damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, knapp hinter dem evangelischen Religionsunterricht und weit vor allen anderen bekenntnisorientierten Unterrichtsfächern angenommen wurde und etabliert war. Ich habe mich, Herr Schöppner hat es eben angedeutet, als es dann gegen dieses neue Pflichtfach Ethik ein Volksbegehren gab, dass das bundesdeutsche Modell Religionsunterricht und Ersatzfach als Wahlmodell einzuführen, dass man also entweder einen Bekenntnisunterricht oder den Ethikunterricht besucht. Das Volksbegehren zielte darauf, ein solches Modell auch in Berlin einzuführen. Ich habe mich sehr intensiv engagiert für dieses gemeinsame Pflichtfach und deshalb war es mir persönlich eine große Freude, dass dieses Volksbegehren, was ganz selten ist bei Volksbegehren, in doppelter Weise gescheitert ist. Es war nämlich nicht nur so, dass es nicht genug Unterstützer prozentual von den gesamten Wahlberechtigten gegeben hat. Das kommt öfter vor bei Volksbegehren, dass sie einfach an zu wenig Ja-Stimmen insgesamt gescheitert sind. Ungewöhnlich in Berlin war, dass selbst die, die an dem Volksbegehren teilgenommen haben, mit einer deutlichen Mehrheit gegen das Volksbegehren, also für den verpflichtenden Ethikunterricht, gestimmt haben. Seitdem gibt es dieses Fach. Es ist in der administrativen, schulpolitischen Ausgestaltung nicht so, wie man es sich wünschen würde. Aber davon, da wir heute keine Wunschstunde haben, will ich nicht weiter reden, sondern mehr von dem Verständnis, das ich einem solchen Ethikunterricht beispreche oder zuspreche. Und ich habe selbst, Herr Schöppner hat es erwähnt, an der Freien Universität ein Institut zur Ausbildung von Ethiklehrerinnen und Ethiklehrern gegründet. Und dieses Institut hat wesentlich diese Ideen, die nun wahrhaftig nicht nur von mir stammten, in die Lehrerausbildung einzubringen versucht.
Ein ganz wichtiger Impuls für die Gestaltung der Ethiklehrerausbildung und damit auch ein wichtiger Impuls für den Ethikunterricht an Schulen ist für mich die Rede gewesen, die Jürgen Habermas ziemlich genau einen Monat nach dem 11. September 2001 gehalten hat, als er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat. Diese Rede, überschrieben Glaube und Wissen, hat Habermas zu einer, wie man es von ihm gewohnt ist, gesellschaftsphilosophischen, politischen Analyse der damaligen weltpolitischen globalen Situation genutzt. Er hat die Anschläge vom 11. September gedeutet als einen gewaltsamen, explosiven Ausbruch einer Konfliktlage, die sich in den Jahrzehnten zuvor immer weiter zugespitzt hat. Und diese Konfliktlage bezeichnete er in ihrer Wurzel als Sprachlosigkeit. Was meinte Habermas damit? Die Sprachlosigkeit, die er glaubte beobachten zu können, bezog sich für ihn vor allen Dingen darauf, dass eine sehr stark säkular geprägte sogenannte westliche Welt mit einer immer noch stark religiös geprägten arabischen Welt deshalb in einen solchen Konflikt geraten ist, der dann in dieser Gewaltsamkeit zum Ausbruch kam, weil man schon längst verlernt hatte, miteinander zu sprechen. Beide Seiten haben sich in ihren eigenen Überzeugungen und Grundannahmen, davon habe ich ganz am Anfang gesprochen, so eingerichtet, dass der Kontakt zu den anderen nur noch in Form von Abschottung und Abwertung geschah. Habermas hat dann in seiner Rede einen sehr wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, dieser Riss, diese Sprachlosigkeit durchzieht auch das eigene Haus. Mit dem eigenen Haus meinte er die westliche und nicht zuletzt auch die deutsche Gesellschaft. Auch hier sah er viele Indizien dafür, dass angesichts der Pluralität von Überzeugungen, von religiösen und nicht religiösen Überzeugungen, die in unserer Gesellschaft lebendig sind, gelebt und vertreten werden, das Gespräch zwischen den verschiedenen Seiten und Lagern extrem schwach war. Dass Abschottung und Abwertung gegenüber Kooperation und wechselseitiger Anerkennung eindeutig im Vordergrund stand. Und deshalb war das große Anliegen von Habermas, die Sprachlosigkeit zu überwinden, wieder ins Gespräch zu kommen. Ihm war klar, das hat er auch sehr explizit formuliert, dass das für beide von ihm identifizierten Seiten, also für das säkulare Denken auf der einen, das religiöse Denken auf der anderen Seite, für beide Seiten diese Forderung, miteinander zu sprechen, eine Zumutung bedeutet. Für die Religiösen ist die Zumutung, die er ihnen aufbürdet, die Forderung, das, was sie an religiösen Überzeugungen haben, an Werten, die dahinter stehen, so zu übersetzen, dass sie auch für einen, wie er sich selbst nennt, religiös unmusikalischen Menschen verständlich und argumentativ einholbar sind. Und die Zumutung an die säkulare Seite formuliert er so, dass er von ihr zumindest verlangt,
dass sie bereit ist, anzunehmen, dass es in den religiösen Traditionen Bedeutsames gibt. Er nennt es verkapselte Potenziale, die auch für eine säkulare Gesellschaft von Bedeutung und Wichtigkeit sein können. Ethikunterricht ist für mich vor diesem Hintergrund Sprachunterricht. Ethikunterricht bedeutet, Schülerinnen und Schüler, die mit sehr unterschiedlichen Überzeugungen, Grundannahmen, sehr unterschiedlichen Traditionen und Elternhäusern in der Schule zusammenkommen, sollen können in der Schule lernen, in einen Austausch miteinander zu treten, können versuchen, kennenzulernen, was eigentlich wirklich die jeweils anderen denken, wovon sie überzeugt sind, können die eigene Position daran nochmal klarer erkennen, vielleicht abändern, neue Aspekte aufnehmen, vor allen Dingen aber, wenn es gut läuft, können sie positiv anerkennen, dass die anderen anders sind als ich selbst. Und diese Abgrenzung darf und soll stehen bleiben, wenn wir Pluralität für ein sinnvolles Ziel halten. Aber sie soll im Idealfall nicht mehr mit der Abwertung der anderen verbunden sein. Der Rahmenlehrplan Ethik für das Land Berlin hat das, wie ich finde, sehr schön formuliert oder sehr griffig formuliert, dass er sagt, Ethikunterricht soll weltanschaulich neutral, aber nicht wertneutral sein. Weltanschaulich neutral, aber nicht wertneutral. Das heißt, Grundwerte, und darüber hat Frau Standop ja schon viel gesagt, das brauche ich nicht zu wiederholen. Es geht in diesem Diskurs, in dem Versuch, die Sprache, das Sprechen mit den anderen zu lernen, immer auch um die Frage, was verbindet uns in diesem Gespräch? Auf welcher Grundlage gemeinsamer Wertschätzung und Überzeugung sprechen wir eigentlich miteinander? Ein Schlagwort, das ich in die Berliner Ethikdebatte eingebracht habe, war, es ist allemal besser, miteinander im Ethikunterricht zu sprechen, miteinander mit sehr verschiedenen Menschen, Mitschülerinnen, Mitschülern, als in einem Bekenntnisunterricht über die jeweils anderen zu sprechen. Ein letzter Punkt dazu. Für mich gelingt ein solcher Dialog der Überzeugungen und Grundannahmen, die das eigene Leben prägen, eigentlich nur dann, wenn sich auch die Lehrkräfte in diesen Dialog hineinwagen. Ich halte die Idee, ein Ethiklehrer sollte standpunktlos sein, für vollkommen falsch. Denn das würde ja heißen, er verlangt von den Schülerinnen und Schülern, ihre Standpunkte in die Diskussion einzubringen, Gründe für ihre Standpunkte zu nennen, sich in die Auseinandersetzung zu begeben, und er selbst bleibt außen vor. Auch ein Ethiklehrer kann, wenn er dabei die Offenheit und wertschätzende Anerkennung anderer Meinungen vertritt, eigene Meinung formulieren und so mit seinen Schülerinnen und Schülern auf eine Augenhöhe kommen, von der Frau Standop auch gesprochen hat und die ich für zentral halte. Ein Lehrer, der sich raushält aus dem Sprachenlernen, wird für Schüler von vornherein unglaubwürdig. Ein weiteres, ich halte es vor dem jetzt gezeichneten Bild eines
verpflichtenden Ethikunterrichts für alle, den ich mir für ganz Deutschland wünschen würde, für notwendig, dass Lehrkräfte in ihrer Ausbildung auch etwas über die in unserer Gesellschaft vertretenen Grundüberzeugungssysteme, verschiedene Religionen und nicht religiöse Bekenntnisse wissen, damit sie mit diesem Wissen das Gespräch in der Klasse moderieren können. Das waren lauter Dinge, die ich auch 2007 schon vertreten habe. Das ist jetzt gut 10 Jahre her. Ich glaube, nichts von dem, was ich gesagt habe, hat an Brisanz und Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil. Wir reden spätestens seit 2015 von dem riesigen Problem, vor dem unsere Gesellschaft steht, nämlich dass die Zentrifugalkräfte der verschiedenen Überzeugungen, die es bei uns gibt, auch politischen Überzeugungen, dass unsere Gesellschaft auseinanderzubrechen droht. Was hält uns eigentlich noch zusammen in einer Zeit, in der die wechselseitige Beschimpfung, Abgrenzung und Abwertung immer stärker zuzunehmen scheint? Auf diese Frage gibt es, so würde ich vor dem Hintergrund sowohl von Habermas wie von Luhmann sagen, nur eine einzige Alternative. Wir müssen im Gespräch miteinander bleiben. Wir müssen alles tun, um die anderen zu verstehen, eine gemeinsame Grundlage unserer Gesprächsregeln dadurch sichern, dass wir sie einhalten und Einhaltung einfordern und ein Gespräch führen, das immer zum Ziel haben sollte, nicht nur die vom Schulgesetz Nordrhein-Westfalens geforderte Friedfertigkeit am Ende rauszubekommen, sondern auch echte Wertschätzung für die, die anders denken als ich selber. Ein letzter kurzer Punkt. Bekenntnis- und Weltanschauungsunterricht an Schulen. Artikel 7 des Grundgesetzes, der den Religionsunterricht als einziges Unterrichtsfach überhaupt in Verfassungsrang erhoben hat, ist zu einer Zeit entstanden, als man noch mit relativ guten Gründen annehmen konnte, dass eine weit überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung sich in irgendeiner Weise dem christlichen Glauben noch verbunden fühlte. Das ist heute nicht mehr so. Damals war mit diesem Artikel 7 die Hoffnung verbunden, dass eine religiöse Grundierung, nicht eine religiöse Überformung des Staates, sondern eine Grundierung des Zusammenlebens, vielleicht das nie wieder nach Nazizeit und Zweitem Weltkrieg stützen könnte. Heute gibt es eine solche weite Teile der Bevölkerung verbindende religiöse Hintergrundstimmung nicht mehr. Heute herrscht Pluralität religiöser und nicht religiöser Bekenntnisse vor. Und so würde ich es sagen, das ist auch gut so. Die Nachwuchsrekrutierung und Schulung solcher Weltanschauungsgemeinschaften, die ich es jetzt mal nennen will, oder Bekenntnisgemeinschaften, fällt zunächst einmal in deren ureigene Aufgabe. Menschen zu überzeugen, hineinzuführen in eine bestimmte Denk- und vielleicht auch Glaubensweise, in bestimmte Überzeugungen. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, dass der Staat sagt, unsere Gesellschaft profitiert von dieser Pluralität der Überzeugungs- und Bekenntnisgemeinschaften, wenn und weil diese
durchaus den Zusammenhalt in Pluralität fördern können. Deshalb kann sich der Staat entscheiden, und das macht er auf finanzieller Ebene ja auch sehr breit, solche Gemeinschaften zu unterstützen. Es ist sogar denkbar, aus Gründen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, dass man im Anschluss an Artikel 7 des Grundgesetzes sagt, wir bieten eine solche Einführung, bekenntnisgebundener Einführung in bestimmte Überzeugungsgemeinschaften auch im Rahmen von Schule an. Das kann aber, wenn es in heutiger Zeit noch funktionieren soll, nur gehen, wenn diese Möglichkeit nicht nur den christlichen Großkirchen offen steht, sondern allen, die eine solche Einbindung in das Schulsystem wünschen. Das hat für mich erhebliche Vorteile. Ein wichtiger Vorteil ist, diese Einführung in die eigene Gemeinschaft findet in einem öffentlichen Raum statt, der nicht zuletzt unter schulgesetzlicher Aufsicht steht. Er findet von vornherein in einem Raum statt, nämlich der Schule, die eine große Diskursgemeinschaft ist. Das ist alles besser als eine sich abschottende Kleinstaaterei. Wenn Schule und auch Universitäten hier die Pluralität der Gesellschaft abbilden, um in einer der Schule und der Universität entsprechenden Reflexionsform das Gespräch miteinander und die Vergewisserung der eigenen Position fördern, kann das ein durchaus sinnvolles politisches Ziel sein. Das werden nicht die Bekenntnisfächer selber alleine erreichen, sondern, Frau Standorp hat es schon gesagt, und es ist ja auch Thema dieser Tagung, in der wir uns befinden, das gelingt nur im Gesamtkontext Schule, im Gesamtkontext unserer Gesellschaft. Insgesamt sollte das Ziel sein, dass wir mit Freude verschieden sein können. Und zu dieser Freude gehört auch die wechselseitige Anerkennung und damit auch die Friedensfähigkeit unserer Gesellschaft, die im Moment, wie viele fürchten, auf der Kippe steht. Umso wichtiger ist das, worum es in unserer Tagung geht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Bongert, für diesen reichhaltigen Vortrag und vor allem auch für diese ja, klare Positionierung, die Sie vorgenommen haben, sowohl in Bezug auf, was Sie über den Ethikunterricht denken, als auch, was Sie über die Bekenntnisunterrichte denken. Da wird bestimmt auch noch nachher Nachfrage- und Diskussionsbedarf sein. Es ist ja insbesondere ist ja, glaube ich, jetzt wieder interessant, wenn humanistische Organisationen sich über Werte, Bildung und Schule unterhalten, so wie wir es heute tun, dann würde man mit ihnen jetzt ja sagen, naja, dann können sie die Religion nicht rauslassen. Das geht im Grunde nicht. Das haben sie über Habermas hergeleitet. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir auch für später mit in die Diskussion mit reinnehmen. Ich mache jetzt mit Blick auf die Uhr flott. Ihnen nochmal vielen Dank.